Endlich wieder zurück im Sand mit dem Nasenbluten-Moment der Woche und wir starten direkt rein mit der absoluten Banger-Episode von der GBT in Bremen und natürlich wie immer präsentiert von GTÜ. Auf der 1 starten wir direkt standesgemäß rein mit Shinoa Chris. Es geht um den Titel, brauchen wir nicht drum rumreden, auch wenn es nur in Anführungszeichen Lowlight, ab in Nasenbluten. Das Ding versenk ich! Perfekt. Du kannst einfach gar nichts. It's one small step for man. No! Auch mit dabei Anne Schmidt mit dem seltenen Double-Nasenbluten. Wir sehen direkt die erste fette Welle hier. Oh, Mini-Nasenbluten-Moment. Weil der zweite gleich nochmal. So, eins, quack, zwei, quack. Auf der 3, er ist direkt wieder zurück. Fan-Favorite Simon Kulzer. Letztes Jahr hat es ganz knapp nicht für den Nasenbluten-Award gereicht. Aber wir starten hier mit dem klassischen Loch im Schläger. Kein Kommentar. Ich hab mir jetzt schon im Kopf, hatte ich direkt dieses Tropfengeräusch, weißt du? Dieses Droplet heißt der Soundeffekt. Quellkartoffel und Dup-Dup. Erbsensuppe und Wasch. Mission failed. We'll get him next time. Und wir bleiben drin mit Simon Kulzer, back-to-back wie Mont an den CSGO-Kisten. Und nach so einem anderthalb Wochen vom 3-Meter-Turm gehen wir jetzt zur Königsdisziplin zum Yeet of the Day. Yeet! Simon Kulzer sammelt Nasenblut-Momente. Yay! Wir haben unser Intro wieder. Geil! Wir haben ein neues Intro für den Nasenbluten. Den fünfmal bekommst du nachher. Seven Surfing Ten. Oh! Warte, soll ich. Warum kann ich nicht pfeifen? Auf der 5, auch immer gern gesehen im Nasenbluten-Moment der Woche. Wenn sie nicht ihrer Partnerin Mathe-Nachhilfe gibt, dann spielt sie auch noch ein bisschen Beachvolleyball. Leo Körzinger hier mit einer richtig schönen Sicherung gegen Gernot Krohn. Vorne aber mit etwas wenig Traktion im rechten Tentakel. Das ist, tough. Yeah! Time out! Ich brenne! Der Körper ist noch nicht ganz im Turniermodus. Really? I wouldn't have noticed. Und da wollen wir doch direkt mal eine Kostprobe haben. Mathe-Lessons mit Lea Kunst und Tutor Leo Körzinger. 5 plus 5. 8 plus 5. 8 plus 5. Auf der 7 Manu Harms, der hat in Bremen den besten Beachvolleyball gespielt, den ich je von ihm gesehen habe. Hier aber mit der Synapsendurchbrennung des Turniers. Nico Wegner einfach auf dem Weg, the new Big Cat zu werden. Sensationell in Tim Wiesemann-Manier fischt er das Ding weg. Und nach der zweiten D hat Manu die Idee, da wäre sogar Peter Wolf drauf stolz gewesen. Oh mein Gott, ein absolut heftiger Brainfart von Manu Harms. Easy! Oh nee, Digga. Oh, nee. Auf der 8 hat IGVS Martin sich einen Eintrag im Feinebuch der Ponys erarbeitet. Gestern noch Rasen gemäht, das brauche ich heute nicht mehr machen. Und schön was essen irgendwie, bis auf die Terrasse setzen und dann ein bisschen ausruhen. Und die gute Nachricht ist, wir sehen uns ja dann morgen nochmal. Bre, mach's mal richtig laut für Benet und David Ponywart. Danke. Benet, wer ist Benet? Are you dumb or what? So. Auf der 9, Georg Wolf, starke Leistung gegen Huster Fretschen, aber ähnlich wie bei der Studenten-Europameisterschaft hat er nach dem dritten Durchgang nur noch mit Platzpatronen geschossen. Ein Lowlight zum Schluss. Der Blick, den Peter Georg gibt, der tut auch nochmal weh. Peter, Mund halten, nächster Ball, ist es jetzt damit abgeschlossen. Auf der 10, der Zwillingsbruder von Benet, Ponywatz, mit dem Mio Wüst Classic, einfach mal in die falsche Richtung zuspielen. Da hat das Navi was anderes gesagt bei Benet Ponywatz. Möchten Sie die neue Route annehmen? Nein. Kleine Vorwarnung, Anna Behlen solltet ihr während des Turniers nicht auf den Sack gehen. Wann sind die nächsten Hochverweisungen? Kannst du wen anders fragen, okay? Jetzt nicht. Hey, Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter.
Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Das soll es gewesen sein für die erste Episode im Sand und wir sind einfach mit einem Banger reingestartet. Und während ihr das Ganze schaut, geht die Action bei der GBT ja schon wieder weiter. Bremen 2 steht an. Von daher, wir sehen uns im Stream und denkt dran, immer fleißig zu klippen, weil das Ganze funktioniert nur, wenn ihr mitmacht. Und hier oben links sind auch zwei wirklich ganz, ganz, ganz tolle Formate, die ihr euch vielleicht nochmal angucken könntet.